Wir befinden uns in der Propeller Konzernbrauerei 47-4 in Nuuk, Grönland. Aber draußen spazieren normalerweise die Eisbären umher. Zum Glück ist es drinnen im Sudhaus warm. Hier haben wir die Wanderarbeiter. Das ist das Lösungsmittel. Das ist der Geschmacksverstärker. Schmeckt es köstlich. Bester Saphir-Aromahopfen. Aber ist vielleicht doch ein bisschen bitter. Hier haben wir den Farbstoff. Das ist das Säuerungsmittel. Wobei diese beiden Dinge sind für den Alkohol zuständig. Ich habe gedacht, du bist für den Alkohol zuständig. Das auch, aber ich kann es auch nicht ohne Malz. Jetzt fangen wir mal an. Geschätzten Damen und Herren draußen an den Empfangsgeräten. Es ist richtig schade, dass es noch kein Geruchsinternet gibt, weil sonst könnten Sie diesen wunderbaren Duft wahrnehmen. Erkläre Ihnen bitte, was wir da einbauen. Es ist immerhin ein Imperial Stout. Imperial, weil unser Kaiser... Du meinst unseren Kaiser. Unseren Kaiser. Unser Kaiser, also der Franz Josef, der ist seinerzeit von Schönbrunn in die Stadt hineingefahren. Da hat er sich immer schon so gestaut. Und der Bratfisch hat dann... Bratfisch passt aber überhaupt nicht zu Imperial Stout. Der kennt sich nicht aus. Der Bratfisch, das war der Chauffeur, wenn man so will. Ja, der Kutscher, der Droschenkutscher. Und der hat aus der Tiefkühltruhe, weil das war damals schon elektrifiziert, der Fiaker, ein Bier herausgenommen und der Kaiser hat es dann getrunken und war auf seine Regierungsgeschäfte entsprechend vorbereitet. Erkläre Ihnen bitte, wie unser Imperial Stout heißt. Unser Imperial Stout heißt Nachtflug. Nachtflug, weil wir fliegen alle lieber in der Nacht, weil da staut es sich nicht so sehr. Es ist nie gut, wenn sich etwas staut. Nein, es ist nie gut, wenn sich etwas staut, aber ein Stout... Das ist immer gut. Zumal wenn es ein Propeller ist. Propeller, die reine Wahrheit.